Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Resident Evil 7. Ich bin gestern, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich ja hier bei den Töchtern das schlechte Ende bekommen habe. Ich will jetzt mal, finden Sie mir, sie ist der Schlüssel zu diesem Albtraum, okay? Ja, ich will auf jeden Fall jetzt mal wissen, wie man das gute Ende kriegt. Ich meine, ich habe jetzt noch mal eine Schublade, die verschlossen war, ne? Und die eine rote Kiste oben auf dem Balkon, die war ja verschlossen. Ich will wissen, ich habe ja nur einen Dietrich, ne? Ich will wissen, was da drin ist, ob ich da damit irgendwas machen kann, ne? Und jo, sind jetzt noch. Also ich habe nur einen Dietrich, wahrscheinlich muss ich zwei Versuche machen. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also ich habe ohne Scheiß, ich will jetzt mal ein gutes Ende haben. Ich will mal gucken, wie das funktioniert. Und das lädt natürlich 3 Stunden, das gute Spiel. Aber das laufen wir jetzt mal ganz schnell durch, ne? Denke ich mal. Ich schätze, man kommt auch irgendein nach irgendein, also irgendwie auch auf den hier oben auf den Dachboden, ne? Da muss man ja auch irgendwie hin. Ich habe ja die Leiter gesehen. Jo, weiter geht's hier. Ja. Was war denn hier der Hurrikan, ne? Die Themen des Tages. Die rekordverdächtigen Niederschläge durch. Genau, die der Hurrikane da hinten. Morgen früh zum Ende. Während der Sturm weiterzieht. Draußen im Golf suchen Rettungscrews derweil die Küsten nach einem vermissten Schiff ab. Nähere Infos über diese Suche in Kürze. Wie Sie wissen, haben die massiven Niederschläge der letzten Tage viele Bewohner in einigen der Gemeinden knietief im Hochwasser gelassen. Auf dem Wetterradar sehen wir, wie der Sturm gen Nordosten zieht und sich dabei abschwächt. Und bis morgen früh sollten wir in Darby in Sicherheit sein vom und Niederschläge. Welcher Sturm? Sagen Sie nichts drüber. Marguerite, mach auf! Hab noch eine. Ungewöhnlich. Er hat noch eine. Oh. Oh, sie ist so jung. Ja, wie geht's dem anderen Gast? Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh, sieht aus, als hätte es eine Ölpest oder sowas gegeben. Geben wir dem armen Mädchen saubere Klamotten und ein warmes Bett. Sie kann in Lucas' altes Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still, du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ja, bla bla. Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist eine Chance, was? Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. Okay, jetzt lasst mich durch. Eine echte Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Ey, der steht wie ein Vollidiot, ne, der Typ. Der sieht auch aus wie ein Vollidiot. Ne? So. Und der schreibt hier, was war das? 10.19, gell? Ich meine, ich kenne das noch von gestern. 10.19. Da sind saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz. Ja. Ob das irgendwas mit unserer Sache hier zu tun hat? Da, Dietrich. So, jetzt habe ich letztens, also gestern habe ich ja hier die Schublade aufgemacht, die werde ich jetzt nicht aufmachen. Ich werde erstmal im Bad. Genau, ich werde die Schublade im Bad aufmachen. Mal gucken, was da drin ist. So, jetzt mal hier ganz schnell. Saubere Kleidung. Wir machen hier einen Speedrun draus. falls es funktioniert. So. Da hoch. Hier war ja eine verschlossene Schublade. Und zwar hier die, genau. So, wir brauchen das hier. Aufmachen. Kleines Teil. Ein kleines Teil. Was ist das für ein Scheiß? Ein kleines Teil. Sieht wie ein Teil von etwas aus. Sie glauben, dass sie es vorher schon mal gesehen haben.
kann mir schon vorstellen, wo das Ding hingehört, ne? Das werden wir ja gleich hier direkt ausprobieren. Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Das Bootshaus. Ja, am Arsch hier. Dafür ist das hundertprozentig, ey. Zack. Ja, ich wusste es. Verflucht nochmal, ich wusste, dass es geht. Was ist da oben? Was ist denn hier? Spielzeugdinger gibt's nicht. Spielzeugdinger gibt's nicht. Der Spiegel, ich kann mich natürlich drin nicht sehen. Leute, hier, wir haben 2017. Es wird langsam Zeit, dass man sowas macht. Ich meine, beim The Park, da... Ein Computer. An Zoe, ich hab dir gesagt, du sollst deine dreckigen Finger von meinem Notebook lassen. An Dumpfbacke, oh, du bist ja nur eifersüchtig wegen meiner Hackerfähigkeiten. Das hast du davon, wenn du dasselbe Passwort für dein Handy und deinen Computer benutzt, Vollidiot. Dasselbe Passwort für dein Handy? Ja, 10, 19 oder so, geh mal auf dem Handy. Ja, ich glaube, von gestern kann ich mich noch erinnern. 10, 19, gell? So was, hä? Ja! Ja! Was ist hier? Die Fick dich Liste, Oktober 2014. 1.10. Der Alte hat mir direkt eine ins Gesicht gewischt, weil ich beim Essen mein Handy benutzt habe. Fick dich. der Peter hat dem Papa abgezogen. 3.10. Ich kann kein Wort über Mamas Kochkünste verlieren, ohne angeschrien zu werden. Fick dich. 5.10. Ich hab Zoe lediglich beim Yoga zugeschaut und sie nennt mich ein Perversling. Fick dich. 6.10. Der Alte war besoffen und hat angefangen, meinen ganzen Mist in den roten Kasten auf der Veranda zu schmeißen. Fick dich. Ja, der rote Kasten auf der Veranda, ne? Das kennen wir ja. Ja, aber ich habe jetzt mein Dings verbraucht, ne? Oder was? Mein Dietrich. Ja, mir war's nicht, oder was? Glaube ich. Ne? Ach komm, hier. Jetzt waren wir da oben, jetzt wissen wir, was da oben ist. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Sie gehören mir. Was? Ja, ja, ja. Komm, mach mal, zünd mal an. Feuerzeug. So, und ich muss gucken, wie viel Zeit mir bleibt. 5 Minuten. Ja, das kriegen wir doch. Daddy, ist der Strom ausgefallen? Erstmal müssen wir hier gucken. Ist das eingeschlagen? Was mit dem Lukas ist, gell? Mit dem Perversling. Hat er seiner Schwester bei Yoga zugeschaut. Blöd, Mann. Lukas? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Jetzt muss ich da hoch. Was ist hier los? Ohne Scheiß, ey. Was quatscht ihr da, die Alte? Mama, bist du das? Zoe, komm und schau. Schau ihre Gabe an. Will ich nicht. Hau ab. Schau all die Hübschen an, die meine Kleine hier gegeben hat. Ekelhaft.
Liebster! Geh zur Garage! Hol ein Seil! Jetzt los! Gut, ich hole ein Seil. Also die rote Kiste, das hat der Blödmann in seinem Dingsbums erwähnt, ne? Der Lukas hat in seinem Notebook, in dem Schlepptop hat er das erwähnt. So, Seil haben wir, ach man. Seil Hammer, der da liegt immer noch, da war irgendwas gerade eben, irgend so ein Bug. So. Na komm. Keine Sorge, es ist viel schlimmer als es aussieht. Sauberkeit kommt gleich nach Gottes Wort. Deine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen. So. Ich will, dass ich das mache. Ja, ich muss ihr zeigen, wie er geht. Sie will, dass wir ihr alle unsere Liebe zeigen. Daddy! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Das dürfen wir nicht. Von wem redest du da? Deiner neuen Schwester Evina. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ja, hab ich dir doch gebracht, du Idiot. Daddy! Was ist denn nicht gefahren? Machen wir die Tür zu. Geh weg! Zack. Irgendwie raus. Dann war hier das Kabel. Zoe, mach diese Tür auf. Kack die doch in die Hose, du Pisser. Und hier nochmal. Hör auf! Na komm. So, jetzt sind wir doch weg. Der hat gerade der Blödmann weggeschleppt. Ja, und die rote Kiste da, ne? Hat er erwähnt, ne? Und ich weiß nicht, ich habe ja kein Dietrich mehr, ne? Liegt hier vielleicht irgendwo einer? Muss er ja irgendwie aufkriegen. Gut, geht auf! Das geht auf? Was ist denn hier für ein Scheiß? Der Hundekopf. Fett! Der Hundekopf. Warte mal, warte, Zoe. Na komm. Und da hinten? Da ist ja Licht, ne? In dem Wohnwagen. Okay, ich habe den Hundekopf. Ich muss hier raus. Ja, ich kann doch da raus jetzt. Ich meine, ich habe den Hundekopf. Und die dämliche Leuchter. Und wir müssen sie beschützen. Ja, jetzt nervt die hier, verdammt. Aber ich habe auf jeden Fall den, ich kann da raus, ne? Ich dachte, ich brauche einen Dietrich für. Ich dachte, ich brauche Dietrich dafür, aber es ging so. Ja, Leute, hier der Timer, der klingelt wieder. Wir machen das hier gleich weiter. Bis gleich, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss.